Hallöchen, ihr Lieben. Hallöchen. Willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Family and Fun. So. Vor einiger Zeit haben Papa und Lulu eine Mal-Challenge gegeneinander gemacht. Und zwar sollten sie drei Bilder malen, die ich erraten musste. Habe ich Lulus Bild erkannt, musste Papa ihr das zu Weihnachten schenken. Muss, nicht musste. Oder muss ist noch. Heiligabend. Habe ich Lulu, Papas Bild erkannt, muss Lulu das zu Weihnachten schenken, dem Papa. So, habe ich beide erkannt, musste das auf dem Wunschzettel geschrieben werden. Und genau das gleiche machen Leon und ich jetzt auch. Aber du könntest so gut weil malen. Weil ihr es in die Kommentare nämlich reingeschrieben habt. Ihr wolltet das gerne, dass Leon und ich das auch machen. Aber du kannst so gut malen. Ja, ich... Weil die erkennt Papa alles. So gut kann ich. Jetzt setzt er die Messlatte gerade ganz hoch. Vielleicht male ich heute auch schlechter als Leon. Ja, genau. Also, wir starten jetzt mal. Ich werde jetzt die Blätter verteilen und ja, viel Spaß in diesem Video. 5, 4, 3, 2, 1 und los! Leon wünscht sich einen Knochen. Genau. Und Mama einen Apfel mit Haaren. So, 40 Sekunden. Das muss auch nicht in Lebensgröße sein. Oh. Also bei Mama weiß ich immer, ist immer noch ein Apfel mit Haaren. Was? Aber ich muss ja gleich entscheiden. Ich bin gespannt. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ihr euch über meine Malkünste lustig gemacht habt. Ne? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich fange als erstes mal. Ach so, warte mal, wir müssen erst das. Ach so. Moment. Wir müssen auf der Rückseite nämlich noch das. Ja, aber darf ja keiner sehen. Ich gucke weg, ich gucke weg, ich gucke weg. Du guckst weg. Ist das oder was? Ja. Aber so, dass es nicht durchdrückt. Also vielleicht nicht mit einem dicken Filzstift, dass man es durchlesen kann. Ihr müsst sagen, wenn ich wieder gucken darf. So, also, ich zeige es erstmal und dann geht's in die Bewertung. Oha. Eieiei. Was ist. Ich hätte da auch Schwierigkeiten. Ich weiß gerade auch nicht. Telefonhörer? Also ich würde, normalerweise würde ich sagen, das sieht eigentlich aus wie ein iPad, aber weil das da dran ist und ein iPad keinen Sinn machen würde, weil du ja schon eins hast, würde ich sagen, dass das ein Telefon ist. Habe ich ja als erstes gemalt. Also das habe ich als erstes gemalt und das wollte ich gemalt, habe ich halt gemalt. Es geht aber um eine Sache, ne? Um einen Wunsch, nicht um zwei oder sowas, ne? Ich sage, das ist ein Telefon. Ist es eins? Soll ich nachgucken? So wie Leon guckt, ist es wahrscheinlich kein Telefon. Ein iPad wird es aber nicht sein. Darf Papa nachgucken? Ja, gut. Oh. Was ist es denn? Was ist es denn? Kopfhörer. Also jetzt, wo du sagst. Ach komm, aber jetzt, wo hast du... Ja gut, jetzt macht Sinn. Das stimmt, aber das sieht so... Ja. Ich hab auch gedacht, das ist ein Telefon. Oh, du wünschst dir neue Kopf. Wir musst auf den Wunschzettel. Naja, wenn ich Mamas auch nicht errate, so, wenn ich das stimmt. Von hier sehe. ich zeige euch Mamas erstmal, wie es aussehen soll. Was denn? Also... Ich denke, dass die Zuschauer das sofort erraten. Nicht, Lulu. So. Ich hab's erraten. Ja, Leute. Aber ich muss raten. Das ich ist hab's es, ja. erraten. Naja, es könnte, ist ein Armband. Ja. Ja. So. Oh, Leon, ich kriege ein Armband von dir zu Weihnachten. Das sieht aus wie ein Apfel mit Haaren. Aber, ja, aber ganz im Ernst jetzt, also ehrlich, und über mein Porsche gemeckert, ne? Wenn ihr noch nicht unser von Lulu und mir das gesehen habt, guckt mal jetzt bitte und schreibt mal in die Kommentare, ob mein Porsche... Sollte ich denn das war kein offenbaragender Porsche, das gebe ich zu. Aber das Ding als Armband habe ich denn? Nur das wegen dem... Habe ich nur, ja, wegen, nur wegen ja. dem Buchstaben habe ich und das erkannt. Da ist der Verschluss. Ja, du bist auch ein Verschluss. Also ehrlich. Runde Nummer 2. Seid ihr bereit, Leon? Ja. Mutter? 2, 1 und los! 2 Minuten! Ich weiß, was es ist, glaube ich. Sieht ich von hier jetzt aus wie ein... Ich weiß es. Ich glaube, ich weiß ich es. Ich auch. Keine Waage auf jeden Fall. Ah, ich weiß. Warte, Mama. Ich weiß es nicht. Ja? Richtig? Mhm. Oh, ja. Mama ist schon fertig. Bist du auch schon fertig? Ja. Dann könnt ihr schon aufschreiben. Mama hat auch schon draufgeschrieben. Ja, aber Leon noch nicht. Weggucken? Ja, ich gucke weg. Guck, wusste ich. Ich wusste es doch. Wir starten mit Mamas. Das ist gut gemalt, ne? Mama kann richtig gut malen. Ach komm, also. Ich habe am Anfang gedacht, das sieht nämlich hier aus, als wenn es so eine Abmesslage wäre, aber das ist ein Bügeleisen. Ja!
Du wünschst dir ein Bügeleisen. Ey, ganz im Ernst, ne? Ja, was, ich weiß, sie wenn das erst so weit ist, dass man sich Haushaltsgeräte von seinem Mann... Also wenn ihr irgendwann unser Heiligabend-Video seht und da liegt ein Bügeleisen und Katharina kriegt das geschenkt, dann müsst ihr nicht hier meinen, oh, was Klischee und so, da kriegt die ein Bügeleisen geschenkt. Sie wünscht es sich, wie man hier sieht. Meins ist außerdem muss Mist. Ich ihr ja nicht schenken, sondern vielleicht der Leon, wenn ich das nicht errate, was Leon gemalt hat. Jetzt kommen wir zu Leon. Das ist ein Baum. Ja. Richtig. Ja, aber... Du wünschst dir einen Baum? Du wünschst dir einen... Was ist denn? Für dein Zimmer? Bügeleisen und einen Baum. Wo, was für einen Baum wünschst du dir denn? Naja, wir haben schon Äppelbaum. Ja, du willst hier... Ach, für einen Garten tatsächlich. Ich hab gedacht, so einen Bonsai-Baum fürs Zimmer. Ne, ganz bestimmt nicht. Einen großen Baum. Einen großen Baum. Einen echten großen... Leon wünscht sich also man einen Baum. Man kann auch eine Baumpatenschaft einen übernehmen. Einen Kastanienbaum, um genau einen zu sein. Kastanienbaum. Du, man kann auch eine Baumpatenschaft übernehmen. Da ich aber beides erraten habe, müsst ihr beides auf euren Wunschzettel schreiben. Das heißt, es ist nicht sicher. Vielleicht bringt es der Weihnachtsmann, vielleicht aber auch nicht. Letzte Runde. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und Vollgas. Mama, das ist aber einfallslos. Eine Minute ist rum. Ist fertig? Ja. Dann schreib's hinten drauf, was es ist. Ich rede leider nicht so viel, ne? Aber sehr einfallslos. Wer unser Video gesehen hat von Lulu und mir, der wird wissen, was ich meine. So. Ich will nicht alles nachmachen, ne? Wir beginnen wieder mit Leon. Du machst es ja nach. Warum sagst du denn, du musst nicht alles nachmachen, wenn du es machst? Das ist Leon. So, es könnte jetzt, ich überlege jetzt, ne? Du überlegst. Also die Kamera ist leider gerade ausgefallen, weil der Akku leer ist. Es könnte jetzt entweder sein, dass du dir ein Boot wünschst, oder es könnte sein, dass du dir eine Kreuzfahrt wünschst und dass du das bist. Deswegen 50-50-Geschichte. Ein Boot hast du eigentlich. Du hast ein Boot von Playmobil. Deswegen sage ich, du wünschst dir einmal auf einem Boot mitzufahren, also eine Kreuzfahrt. Also, wie Leon guckt. Leider nicht richtig. Oh Manno! Echt? Was ist es denn dann? Hier steht Yacht. Aber was für eine Yacht meinst du? Ja, eine echte. Ach ne? Aber dann hat er doch recht. Nee. Warum? Weil er eine, ach so, Kreuzfahrt, eine echte Yacht haben will. Und nicht nur. Also ich glaub's ja wohl. Eine echte. Na ja, ich glaub's ja wohl mit einem Porsche, ne? Also eine Yacht aber wohl noch ein paar Mal so teuer, ne? Kommt auf den Porsche an, oder? Ja, und auf die Yacht. Jetzt bin ich gespannt, ob du das errätst. König der Löwen für das Musical. Mit der ganzen Familie. Ja, guck mal, wie schlau er ist. Dreh mal um. Musical-Karten für König der Löwen mit der Familie. Da wollte ich schon immer mal hin. Ja, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch läuft. Warum haben die das nicht in Hamburg eingestampft? Ja, wo ist denn dann? Ja, Stuttgart? Nicht. Was, gar nicht? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Muss Leon ja gucken, weil Leon muss dir das zu Weihnachten schenken. Ach, Leon, stimmt. Traurig bin ich. Ja, das ist aber, komm, ey, das war wirklich schwer. Vielleicht kriegst du ja einen Sponsor. Können wir nicht ändern. Ich würde aber sagen... Hä? Vielleicht kriegst du einen Sponsor. Ah, jetzt ist er ein bisschen enttäuscht. Ne? Bin ich gar nicht. Na, ich wäre auch enttäuscht. Ja, aber ich würde das gerne nochmal machen. Und mir fällt gerade so spontan ein, berühmte Personen nachmalen, das finde ich eine richtige Herausforderung. Pff, da mache ich nicht mit. Disney-Figuren. Da mache ich nicht mit. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr da Lust zu habt, weil da habe ich gerade richtig Lust. Wie soll man die dann ja, malen? Da bin ich nicht da. Papa, dann da stellt er sich bestimmt. Da bin ich nicht da, da muss ich Pfandflaschen wegbringen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das behalte ich im Hinterkopf. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, ob ihr das wollt. Dann musst du Pfandflaschen wegbringen. Ja, Pfandflaschen. Tschüss. Immer. So, tschüss. Tschüss.